Willkommen zu Frequent Traveler TV. Auch ein kurzer Blick aufs Mikrofon, das läuft. Frisch gepresste Themen haben wir heute. Allegris, 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 Allegris. Das ist so die Zusammenfassung. Wir haben auch 2200 Euro ungefähr Kompensation bei Singapore Airlines für ein Pärchen aus Indien, glaube ich, wo der Business Class jetzt für einen vierstündigen Flug nicht beweglich war. Haben sie sich erstritten vor Gericht. Dann haben wir Estland, die besprechen die GPS-Störungen mit der NATO und SkyTeam-Zuwachs SAS ab dem 1. September. So ist es bekannt gegeben worden. Und ich kann einfach nur sagen, Lufthansa muss sparen wegen der teuren Streiks. Also es sind viele Themen da. Auch für alle, die die Sendung gestern nicht gesehen haben. Ich werde es in den ersten Kommentar heute früh posten. Stammtischtermine. Und ihr könnt auch schauen, wenn ihr euch für Kreditkarten interessiert, da gibt es natürlich auch Stammtischtermine. Vielleicht ist heute der letzte Tag mit dieser Rufnummer. Ich werde mir eine neue Rufnummer zulegen und bleibt gespannt. Das erste frisch gepresste Thema, was ihr natürlich bekommt, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst oder aber auch ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft, den Kanal unterstützt. Aber kommentiert unten. Ich beantworte auch alle Fragen. Und dann fiel mir irgendwie noch ein, ach, heute ist der letzte Tag. Morgen gibt es Lufthansa Meilenschnäppchen bzw. Meilenhighlights. Da werde ich euch beglücken. Das muss ich auch noch aufnehmen. Ach, wir haben hier jetzt 4.20 Uhr. Ich bin zu spät dran. Aber nun gut, nicht euer Problem, mein Problem. Das erste Thema, was wir haben, ist Lufthansa muss sparen. Die Streiks waren teuer. Und deshalb ist es jetzt so, dass die Lufthansa dort den Rotstift kreisen lässt in der Frankfurter Zentrale und woanders. Und da ist es so, dass der Jahresspart teuer war mit den ganzen Streiks. Man hat sich geeinigt. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, naja, hätten sich direkt geeinigt, wäre es billiger geworden. Weiß ich ehrlicherweise nicht. Aber an der Börse wurde die Neuigkeit natürlich leicht negativ aufgenommen. Gab am Morgen rund ein halbes Dutzend auf 6,72 Euro nach. Ich weiß nicht, ich beobachte die Aktie nicht. Ihr könnt hier unten schreiben, was ihr davon haltet. Ich gebe keine Aktienticks und Tipps, weil ich natürlich da auch nicht wirklich bewandert bin. Deshalb alles eigenes Risiko. Ach, wir können die Kamera ein bisschen runterstellen. Hups, hups, da ist sie abgegangen. So, so seht ihr mich besser. Dann seht ihr auch das Crocodile. So, auf jeden Fall ist es so, dass die Lufthansa sich auch schon wegen der Streiks dazu genötigt sah, dort zu sparen. Und die Streikkosten sind da natürlich auch in der Bilanz. 2,7 Milliarden waren erwartet worden und jetzt ist es nur noch bei 2,2. Daran seht ihr, wie viel Geld da verlustigt war. So kosten die Streiks im eigenen Betrieb und an vielen Flughäfen 350 Millionen. Das ist jetzt nur Lufthansa Group und der Konzernumsatz ist halt nur um 5% gewachsen, anstatt der 7,4, die man erwartet hatte, auf 7,4 Milliarden gewachsen so und hatte mehr erwartet, so ist es richtig. Ja, man schließt auch nicht zu den Vorkrisenwerten auf. Ich bin mal gespannt, was da passiert und ob die Lufthansa da jetzt durch das Besinnen auf die eigene, nennen wir es einfach mal Kernkompetenz, das Fliegen, da den Gewinn wieder mitnehmen kann. Dann haben wir oft und breit über besoffene Leute gesprochen. Und zwar haben wir, ich weiß es in einem Fall nicht, aber in dem anderen Fall, die Piloten von Japan Airlines waren in Dallas, haben dort Party gemacht. Ich selber war öfters in Dallas. Ich habe jetzt nicht so unbedingt das als Partymetropole empfunden, aber da wird es sicherlich Möglichkeiten geben. Die haben gefeiert und haben den Flug dann ausfallen lassen. Und zwar war er in seinem Layover-Hotel, also in dem Hotel, was von der Firma gestellt wurde, betrunken und ist auch ausfällig geworden, der Kollege mit 49 Jahren, so wird es gesagt. Er ist am Montag aus Tokio angekommen, das war ja quasi gestern, und hat dann um 6 Uhr abends angefangen zu saufen, muss man sagen, wenn man sich das so durchliest. Und dann hat er lustigerweise gemeint, er wäre ein Cowboy oder ein Rowdy oder was auch immer. Auf jeden Fall wurde er dann ausfällig. Und das Hotel hat dann auch gesagt, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, ihr seid zu laut. Das ist ein Problem. Normalerweise sind ja nur
Spoiler Warning, British Airways Crews für ihre Party berühmt und berüchtigt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Gäste den Nachbarzimmern bis 2 Uhr morgens, Dienstag, also heute, sich beschwert haben. Und dann hat man die Polizei gerufen. So einfach ist das, so einfach geht das. Und der Kollege hat halt gesagt, er hat die 12-Stunden-Regel nicht in irgendeiner Art und Weise violated, also nicht übergriffig geworden. Aber es ist halt einfach so, dass er dort natürlich kontrolliert wurde und er war 0,4 über dem Legal Limit. Und das Schöne ist natürlich 12 Hours from Bottle to Throttle. Das ist so die alte Weisheit, aber er war halt drüber. Und 157 Passagiere wurden dann rebooked. Und das Delta-Thema ist ja auch nicht ganz unbekannt bei Alkoholikern, hätte ich fast gesagt. Da ist es ja auch bei Delta gewesen, dass man dort Flug gecancelt. Also das ist jetzt nicht so, dass es ungewöhnlich ist, aber hier hat man es wirklich festgestellt, dass der Kollege das vorher gemacht hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt sagen kann, das war ein Non-Event, aber man hat ihn dann halt vorher gecashed. Und ich bin mal gespannt, was es dort für disziplinarische Maßnahmen gibt. Ihr könnt ja unten schon mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich persönlich habe immer das Gefühl, wenn ich für eine Firma unterwegs bin, dann repräsentiere ich diese Firma auch und dann benehme ich mich auch. Wenn ich auf ID fliege, es kam mal irgendwo die Frage, was ID-Travel heißt. Ich glaube, ich hatte das beantwortet. Das ist, wenn man auf Mitarbeitertarif fliegt, dann trinke ich, so ich trinke sowieso im Flugzeug seltenst Alkohol. Dann benehme ich mich einfach und im Prinzip, wie das so schön heißt, Fresse halten, dankbar sein. Denn das ist halt einfach so, dass man, wenn man für den Preis fliegt, dass man dann auch nicht wirklich was erwarten darf. Da fange ich auch nicht so an zu diskutieren, wenn mein Sitz nicht geht. Aber das wird später in der heutigen Folge noch ein Thema werden. Wir haben jetzt das Thema mit einem Pärchen. Und zwar das Pärchen, der Flug kam, glaube ich, aus Hongkong, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das Pärchen hat dort den nächsten Flug wahrscheinlich mit einer kurzen Verbindung gehabt. Und man wollte da nicht wirklich auf die Kollegen in der Kabine hören und hat dann aus der Bin Sachen rausgenommen, hat damit den Notausgang blockiert. Und das irgendwie schon während der Landung. Und da ist es halt so, dass sie das Verhalten am Vorabend, hat man sich da halt wirklich bei dem Kapitän, der hat einfach dann gestoppt in München. Hat einfach gesagt, okay, ich fahre nicht weiter, ich roll nicht weiter. Von der Landebahn runter, hat dann auf die Bundespolizei gewartet. Die Bundespolizei hat die Kolleginnen und die Kollegen da rausgeholt. Altersmäßig waren die irgendwie, glaube ich, um 28 und 30. Und da wurde das mit dem Weiterflug dann wahrscheinlich auch nichts. Und die Strafe liegt, glaube ich, bei 530 Euro pro Person. Damit ist das Ganze ein teurer Spaß geworden. Und ich bin mal gespannt, wie die Lufthansa da reagiert, ob man da halt wirklich sagt, gibt Fresse und Blacklist. Und das in meinen Augen zu Recht. Auch hier könnt ihr euch natürlich gerne unten kommentierenderweise betätigen. Ich habe das auch von einem von euch zugeschickt bekommen. Danke dafür. Ich glaube, im Merkur oder sowas stand es, ist dann auch irgendwie heute auf Aero gekommen. Im Merkur war es ein bisschen ausführlicher. Aber Boulevardesca. Aber ich finde solche Sachen natürlich immer wieder spannend und lustig, wenn man sowas sieht, wie Leute halt wirklich bekloppt reagieren. Also da muss man dann ehrlich sagen, das geht absolut null. Jetzt kommen wir auf das Thema Lufthansa Boeing Allegris. Und das ist halt etwas bei der 747, was problematisch ist, weil es vorne in der Nase natürlich ein Problem gibt mit der Allegris. Und da gibt es jetzt die ersten Details. Und die Nase soll jetzt wirklich auch eine von diesen Doppelsuiten bekommen, aber nur eine und 6 Sitze in total. Was natürlich eine Information ist, die spannend ist, weil im Moment ist es ja so, dass es dort 8 Sitze gibt. Und diese eine Suite Plus mit den 2 Sitzen wird wahrscheinlich natürlich da sein. Ihr kennt das ja noch aus der 747-400, wo es unten die Business Class gab, den Captain Kirk-Sitz, also dass das da also irgendwie rein ist. Da bin ich mal gespannt. Und bei der Suite Plus sind es Platz für 2 Personen, 2 getrennt steuerbare Betten. Extra breite Sitze lassen sich ein großzügiges Einzelbett oder Doppelbett verwandeln, hieß es dazu. Also die besagten Probleme. Und die 747 hat also mehr Sitze als die
allseits bekannt beliebte 350er, im Moment natürlich nur die Economy-Class-Sitze. Lustig war auch, dass in dem 350er steht an der Wand so ein Loading-Zeichen, der Circle of Death. Was gibt es noch? Oben im Upper Deck gibt es auch Änderungen bei Allegris, da werden weniger Sitze eingebaut. Im Moment sind es 32, da sollen es jetzt laut Ritter 20 oder 22 werden. Allegris-Sitze aber erstmal auch nicht, weil da erstmal nur auf dem Lower Deck die Business Class umgebaut wird. Da ist es halt wirklich so, dass die dort wahrscheinlich den Sitz aus der 380er einbauen werden, schätze ich mal. Also ich kann mir nicht vorstellen, was da sonst... Wenn dann komplette Allegris eingebaut wird, wäre natürlich auch lustig. Aber wie das dann da oben geregelt wird, bin ich mal gespannt. Und einige von euch finden die Sitze ja auch nicht toll, weil das Käfighaltung ist in euren Augen. Ich persönlich, ich weiß nicht, ich habe mich damit jetzt mittlerweile abgefunden. Also das Einzige, was ich halt nicht mag, ist, wenn der Sitz halt mit dem Gang abschließt und man dann permanent angetouched wird oder beim Service die Trolley. Also insofern, das wäre nicht so businesslike. Die Allegris Kabine fliegt ja morgen zum ersten Mal ab München. Toronto ist das erste Ziel. Vancouver, und dann geht es weiter zu den anderen Zielen und das können wir uns dann auch nochmal angucken, was spannend ist. So, jetzt kommt noch was anderes Lustiges. Natürlich sagt ihr, was ist mit der 787? Ja, da habt ihr recht mit dem Dreamliner, da kommt ja Boeing nicht aus den Puscheletten und da soll es wohl 2025 werden. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, ist noch ein bisschen hin, weil es das vierte Quartal ist. Wir sind ja hier erst im gefühlten ersten Quartal, obwohl es schon das zweite Quartal ist, also noch über ein Jahr. Und da ist es so, dass dann die Census auch eingebaut wird in die Kabinen bis 2028. Sollen alle Flugzeuge mit der Allegris und der Census ausgestattet sein. Und das, da bin ich mal richtig gespannt. Also das Zitat, bis 2028 wären alle Langstreckenflugzeuge bei Lufthansa und Swiss mit den neuen Produkten ausgestattet. Und innerhalb der nächsten 4 Jahre renoviert Lufthansa auch die älteren Intercon-Flugzeuge, also die 350er, 747-8, erhalten die Allegris-Updates. Und die 330er und der 380er Teilflotten erhalten die neuen Blitzzugänge, sage ich schon, die neuen Business-Class-Sitze mit den Zugängen. Und da habe ich auch eine Frage des Tages, und zwar ist das, glaubt ihr, dass Allegris bis 28 in den Fliegern verbaut ist? Ich würde die Frage vielleicht noch etwas freundlicher bestellen. Bis 28. Das heißt also, es kann bis zum 31.12. das letzte Flugzeug kommen. Interessant ist auch, dass es natürlich an den Verzögerungen liegt von Airbus oder Boeing in den Zweifelsfällen, wenn die Flugzeuge kommen. In dem Fall ist Boeing der Spitzenreiter, wenn es um Verspätungen geht. Bei den Freunden von Airbus ist es ja nicht so viele. Und ich bin auch mal gespannt, weil die Flugzeuge 5 Stück da am Boden stehen bleiben müssen. So im Schnitt. So wird es kolportiert. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Das ist natürlich eine krasse Hausnummer. Aber man weiß ja, ohne Fleiß kein Preis. Und deshalb seid ihr jetzt dran, die Frage zu beantworten und zu sagen, inwieweit die bis 2028 kommt, ob ihr daran glaubt. Ja, besprecht das mal unten in den Kommentaren. Dann haben wir Estland, die haben natürlich noch was Lustiges mit dem GPS-Jamming. Finnair hat ja Probleme mit Tartu, mit dem Anflug gehabt. Man arbeitet bei Finnair jetzt dran, dass der Anflug durch die Störung des GPS-Signals auch anders möglich ist, dass man dort auf dem Flughafen andere Landemöglichkeiten hat. Bin mal gespannt, ob da jetzt einfach ein Visual Approach gemacht wird. Wir haben hier jetzt 18 Grad in Helsinki, also es ist lecker warm. Sichten bis zum Anschlag, wie man so schon sagt, von Horizont bis Horizont. Da sollte es also kein Problem sein, auf Sicht reinzugehen. Aber da muss es halt auch Procedures für geben, für die Fluggesellschaften. Das ist Finnair am Klären. Deshalb fliegt man, glaube ich, bis morgen nicht einschließlich. Und ich bin mal gespannt, was man mit der NATO besprechen will, inwieweit die das machen können. Denn die Lufthansa fliegt nach allen Angaben auch nur Flughäfen an, die auch bodengestützte Navigationshilfen zur Verfügung stellen. Heißt also im Prinzip diese ganzen normalen klassischen, falls das GPS ausfällt. Und jetzt ist es so, dass die estnische Behörde für Verbraucherschutz und Technische Regulierung, TTJA, ich möchte euch ersparen, wie es auf Estnisch heißt,
da jetzt sich an die NATO wendet und sagt, wir wollen gucken. Und ich bin mal gespannt, wie das kommt. Und jetzt sagt ihr natürlich, warum machen die das? Und zwar eine interessante Geschichte, die ich auch in der estnischen Presse gelesen habe, ist, dass man das macht, nicht um die Europäer damit zu ärgern und zu sagen, hey Finnland, du bist doof, Estland, du bist doof, sondern es sind ja in St. Petersburg, was nicht weit weg ist, ukrainische Drohnen ja gewesen. Und deshalb will man vielleicht die Drohnen damit sperren. Also deshalb nicht unbedingt eine Sperrung für uns da, dass wir da als in irgendeiner Art und Weise bespaßt werden, sondern in der Tat etwas, was für die in der Kriegsführung gegen die Ukraine elementar ist. Also da nochmal eine kleine Einordnung, weil ja ich auch selber das so ehrlicherweise gar nicht auf der Kette hatte, dass man da für ein weniger, nenne ich mal, Unspaß sorgen möchte. Jetzt 15 Minuten 52 in die Sendung, gehen wir auch nochmal auf SAS rein. SAS hat nämlich das Thema SkyTeam auf das Tablett gebracht, weil sie bei der Star Alliance raus sind und die wollen jetzt am 1. September Gas geben und sie wollen eine seamless, also eine störungsfreie Übergangsphase haben. Man hat jetzt auch bekannt gegeben, wie die statusmäßig gematcht werden. Ich hatte da, glaube ich, gestern auch schon mal was zu gesagt, zu dem Status-Match, den es bei der KLM gibt. Aber es ist einfach so, dass man jetzt natürlich mit der SkyTeam-Realität ab 1. September umgehen muss. Das heißt also auch für alle, dass man dort dann keine Miles&More-Meilen mehr sammeln kann auf den Flügen, weil sie einfach kein Partner sind. Deshalb den bezahlten Match vielleicht machen für den einen oder anderen. Das ist dann etwas, was man durchaus in Betracht ziehen sollte. Und ich finde, SkyTeam-Mitglied SAS ist jetzt nicht schlecht. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Also ich bin kein großer Freund von KLM Air France. Ich weiß, einige werden mich dafür nicht mögen. Aber ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich finde, das ist eine gute Geschichte. So, dann habe ich noch etwas aus dem Leben der, ich sage jetzt mal, Business-Class-Leute, die leiden. Und ich kann auch verstehen, wenn der Business-Class jetzt nicht funktioniert, dass man dann ärgerlich ist. Aber ein indisches Paar hatte 2.400 US-Dollar, also 2.240 Euro sind das ungefähr umgerechnet aus indischen Rupees bekommen. Und die hatten 4 Stunden langen Flug Business-Class von Hyderabad nach Singapur. Und der Sitz hat nicht mehr automatisch den Recline gemacht. Der Sitz war also kaputt. Und die Cabin Crew hat sich um das Paar gekümmert, hat da auch geguckt und hat dann auch den Sitz dann manuell in Full Flat gebracht oder in die andere Position. Und sie fühlten sich dann, dass sie wie Economy Class Passagiere behandelt worden sind auf dem Flug. Und dann ging es halt weiter, dass Ravi Gupta, ein Direktor der General Police in Telangana, das ist der, der betroffen war mit seiner Frau, die sind gereist nach Singapur in 2023 und wollten dann weiter nach Perth in Australien. Aber der Flug war voll, deshalb konnten sie da halt nicht dann umgesetzt werden. Sie haben 10.000 Chrisflyer-Meilen als Kompensation bekommen. Die haben gesagt, nö, das wollen wir nicht. Und hat sie dann an den Consumer Dispute Redressal Commission in Hyderabad verklagt. Und die haben da dann 48.750 indische Rupees und 12% Zinsen bekommen seit Mai 2023. Und damit ist die Summe dann rausgekommen. Und man sollte dann 100.000 indische Rupees bezahlen für Mental Anguish and Suffering. Also das heißt im Prinzip für mentale Schmerzen und anderes Gebrechen und Leiden. Also krasse Geschichte. Und die manuelle Funktion war halt funktionierend, aber die automatisch halt nicht. Aber das Gericht hat gesagt, nee, ist nicht. Und damit ist es halt so, dass für die 4 Stunden das Ganze nicht in Ordnung war. Bei Finnair hat man jetzt ja nur noch im Prinzip diese Klappe, die da unten unter dem Sitz elektrisch rauskommt. Wenn die nicht rauskommt oder nicht reinkommt, dann ist das wurscht. Man kann trotzdem irgendwie liegen. Habe ich durchgehangen? Weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Aber da ist ja halt wenig Motoren. Aber wenn man überlegt, ich glaube, bei der Lufthansa waren 16 Motoren für Sitze in der alten Recaro First Class, diese roten Sitze. Und da sind jetzt nur noch ein Motor drin bei der Finnair.
und viel weniger bei der Lufthansa höchstwahrscheinlich, also viel weniger, was kaputt gehen kann. Aber es ist halt ein komplexes System und es ist halt ärgerlich. Aber wie ist hier eure Meinung bei dem Thema? Was denkt ihr über die Kompensation von Singapore Airlines? Waren die 10.000 Chris-Flyer-Meilen irgendwie kniepig? Sind die 2.240 Euro ungefähr, die es sind, gerechtfertigt mit der Seelenpain für 4 Stunden Flug? Ist das jetzt First World Problems, auch wenn es aus Indien nach Singapur ging und dann weiter nach Perth? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, alle Bekloppte, alles Patienten? Und vergesst nicht zu kommentieren bei dem Platz, bei der Geschichte mit denen, die nicht am Platz sitzen konnten. Da bekam ich das auch alles Patienten, deshalb kam ich da gerade drauf. Eure Kommentare, da bin ich gespannt drauf. Wir haben die 20 Minuten geschafft. Das ist meine innere Maßgabe, euch mit 20 Minuten News jeden Tag zu beglücken. Außer ich bin so schwach wie jetzt ein Samstag, Sonntag. Oder einfach nur faul. Aber ich werde jetzt direkt weitermachen mit der zweiten Sendung, während diese Sendung hochleiert und hochgeladen wird, damit sie pünktlich um 19 Uhr deutscher Zeit für euch abrufbar ist. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich mache weiter und freue mich und denkt an den Stammtisch. Frankfurt, Berlin, Hamburg, Termine unten in den Shownotes, darunter in dem ersten Kommentar. Also, danke, bis nachher, morgen und feiert schön den 1. Mai. Ich glaube, da ist Feiertag, ne? Oder sowas, ne? Also, feiert. Hier ist auch Feiertag, aber ich arbeite jeden Tag. Und Kreditkarten bei dieser Nummer. Also, alles klar, bis dann, ciao, ciao. Und ich bin jetzt raus und Abspann für euch. Also, bis dann, ciao. Thank you.